Wir hatten zusammen mit den Vertretern aus den Ländern beraten, ob wir überhaupt jemanden aufstellen als Kandidaten bzw. Kandidatin für die Bundespräsidentenwahl. Und wir haben ihnen berichtet, dass wir drei respektable Persönlichkeiten haben, die zur Kandidatur bereit wären. Die erste war Lucrezia Jochimsen, die ja bereits 2010 für Die Linke als Bundespräsidentin kandidiert hatte und die als ihr zentrales Thema den sozialen Zusammenhalt in unserem Land, einen Schutzschirm für die Schwachen, beschrieben hat und auch in dem ersten Wahlgang 2010 über die Wahlleute der Linken hinaus Stimmen gewonnen hat. Wir haben Ihnen auch berichtet, dass wir mit Christoph Budderwegge, einem sehr renommierten Wissenschaftler, im Gespräch waren, der vor allen Dingen bekannt geworden ist als Armutsforscher, der sich aber auch den Themen der Sozialpolitik über die Armutsforschung hinaus gewidmet hat, aber auch geforscht hat zum Thema Rechtsextremismus und Rassismus. Und Herr Budderwegge ist ja auch einer breiteren Öffentlichkeit bekannt dadurch, dass er in verschiedenen, nicht nur im universitären Bereich, sondern auch in Medienauftritten auf den engen Zusammenhang zwischen Demokratie und sozialer Gerechtigkeit hingewiesen hat. Sie wissen ja alle, dass Herr Budderwegge gestern seinen Rückzug erklärt hat und dass er gesagt hat, er möchte nicht in eine Kandidatur gegen eine Antifaschistin, die in ihrem Leben vieles riskiert hat, gehen. Und wir möchten uns nochmal bei Herrn Budderwegge bedanken für seine Bereitschaft, sich zur Verfügung zu stellen. Und wir werden die Zusammenarbeit mit ihm eng fortsetzen. Lange geplant war schon, und das wird auch stattfinden, dass wir am 26. März hier im Rosa-Luxemburg-Saal des Kalibknecht-Hauses in der Reihe Gedrucktes mit ihm, also das ist eine Reihe, die ich regelmäßig hier durchführe, eine Buchvorstellung und eine Diskussion umsetzen werden. Das ist aber völlig unabhängig von den ganzen Vorgängen bereits geplant gewesen. Wir haben uns im Parteivorstand auseinandergesetzt, haben die verschiedenen Fragen diskutiert, haben natürlich auch, um diese Frage gleich vorwegzunehmen, uns in einer sehr kritischen, selbstkritischen Diskussion miteinander gesagt, dass bestimmte Dinge ein bisschen besser hätten laufen können. Aber wir sind letztendlich einstimmig zu einer Entscheidung gekommen, und zwar zu der Entscheidung, dass wir Beate Glasfeld bitten, auf unseren Vorschlag für das Amt der Bundespräsidentin zu kandidieren. Ich möchte Ihnen einiges zu Beate Glasfeld sagen. Sie wäre aus unserer Sicht eine hervorragende Präsidentin. Sie ist weit über die Linke hinaus wegen ihrer Biografie, wegen ihrer Integrität, aber auch wegen ihrer Ausstrahlung bekannt. Viele Menschen in dieser Republik bringen ihr Respekt entgegen, auch in den anderen Parteien. Wir sind uns sicher, dass Beate Glasfeld mehr als die 125 Stimmen, die die Wahlfrauen und Wahlmänner der Linken in der Bundesversammlung haben, erreichen wird. Alle Demokratinnen und Demokraten, die nicht Herrn Gauck wählen wollen, haben damit eine echte personelle Alternative. Wofür steht Beate Glasfeld? Als erstes, Beate Glasfeld steht für Mut. Sie hat mehr als einmal viel aufs Spiel gesetzt, um für ihre Überzeugung einzustehen. Beate Glasfeld steht für Antifaschismus. Sie hat kaum wie eine andere Person tatsächlich die bundesrepublikanische Gesellschaft für diese Position geworben, für diese Position gekämpft. Beate Glasfeld steht für Gerechtigkeit. Sie hat neben dem Kampf für eine gerechte Bestrafung nicht nur gegen die Nazis, sondern in ihrem Kampf für soziale Gerechtigkeit, der ebenfalls zu ihrem Repertoire gehört, ich möchte ausdrücklich darauf hinweisen, eindeutig Position bezogen. Und Beate Glasfeld steht für das Aufbegehren gegen die herrschenden Verhältnisse. Sie hat zu einer Zeit die Verantwortung der Tätergeneration thematisiert, als man dafür auch zu großen persönlichen Opfern bereit sein musste. Auch das zeichnet Beate Glasfeld aus. Beate Glasfeld steht für soziale Verantwortung. Sie hat stets darauf hingewiesen, dass zur Demokratie
auch soziale Gerechtigkeit gehört und dass soziale Verwerfungen das Einfallstor für antidemokratische Gesinnungen sind. Der Mensch braucht, um frei zu sein, eben auch Arbeit, Frieden und soziale Sicherheit. Beate Glasfeld steht für eine Staatsräson, die aus Verantwortung vor der deutschen Geschichte handelt. Sie hat im Gegensatz zu anderen niemals einen Zweifel an der Einmaligkeit und Unvergleichbarkeit der deutschen Verbrechen gelassen. Sie hat ohne zu zögern daran erinnert, dass Deutschland eine besondere Verantwortung für Israel und die Verteidigung des Existenzrechts des jüdischen Staates hat. Übrigens genau so, wie es im Parteiprogramm der Linken formuliert ist, um da jeden Zweifel sofort zu begegnen. All das macht Beate Glasfeld zu einer hervorragenden Kandidatin und wir legen Wert darauf. Wir stellen Beate Glasfeld nicht als eine Kandidatin der Linkspartei, der Linken auf. Wir stellen Beate Glasfeld als eine Kandidatin auf, die von uns vorgeschlagen wird, die nicht in jedem Punkt mit uns übereinstimmt, aber die mit ihrer Persönlichkeit eine echte Alternative zu Herrn Gauck darstellt. Beate Glasfeld ist mit ihrer Biografie, ihrer moralischen Integrität und ihrer Ausstrahlung ein Vorbild, insbesondere für Jüngere, die den dunkelsten Teil unserer Geschichte nur noch aus Büchern kennen. Aus unserer Sicht ist Beate Glasfelds Kandidatur ein Angebot und eine Chance für Deutschland. Wir werden Beate Glasfeld im Rahmen ihrer Kandidatur einen geeigneten Rahmen, öffentliche Veranstaltungen, Auftritte bieten, um der deutschen Öffentlichkeit ihre Vorstellungen nahezubringen. Wir haben diese Kandidatur einstimmig im geschäftsführenden Vorstand beschlossen. Wir hatten mehrere Kandidaten in der Debatte. Und wir freuen uns, dass wir damit ein Angebot den Bürgern dieser Republik, aber auch den Wahlfrauen und Wahlmännern machen können, das tatsächlich geeignet ist, viele Stimmen, die nicht mit Herrn Gauck einverstanden sind, auf sie zu versammeln. Ja, ich will vielleicht noch etwas ergänzen. In der Debatte jetzt haben auch etliche Teilnehmer auf persönliche Kontakte und persönliche Erfahrungen mit Beate Glasfeld verwiesen, haben also aus ihren Erlebnissen erzählt. Als Beispiel möchte ich Gregor Gysi benennen, Vorsitzender der Fraktion im Deutschen Bundestag, der in seiner Reihe im Deutschen Theater Gregor Gysi trifft, wovon ja auch Protokolle inzwischen veröffentlicht sind in Form eines Buches, hat er mit Beate Glasfeld über ihr Leben gesprochen. Eine Teilnehmerin aus Mecklenburg-Vorpommern berichtete darüber, dass es in Mecklenburg-Vorpommern jedes Jahr auf Initiative der Linken einen Courage-Preis gibt, der verliehen wird. Und sie hatten dort Beate Glasfeld auch als Laudatorin gewonnen und haben etliche Zeit mit ihr verbracht und mit ihr diskutiert. Für mich persönlich gab es auch etliche Kontakte schon mit Beate Glasfeld. Der erste Kontakt war im Sommer 2006, als sie in meinem Bundestagsbüro quasi Asyl fand. Es ging damals um die Auseinandersetzung mit dem Bundesverkehrsminister, eine von ihr und ihrem Mann Serge initiierte und konzipierte Fotoausstellung 11.000 jüdische Kinder mit der Reichsbahn in den Tod zu besprechen. Sie hatte damals eine Terminzusage von Tiefensee und als sie dann in Berlin landete, war dieser Termin abgesagt worden. Das ist in der Zwischenzeit dann, aber dabei haben auch etliche Abgeordnete unserer Fraktion mitgeholfen. Ich nenne hier mal beispielhaft die Namen Ulla Jelpke und Jan Korte, ja dann auf einen guten Weg gebracht worden, sodass diese Ausstellung doch am Potsdamer Platz damals eröffnet werden konnte. Ich hatte schon erwähnt, dass unsere Kollegin Lucrezia Jochemsen einen Film über Beate Glasfeld gedreht hat und dass die Bundestagsfraktion der Linken im Jahre 2009 Beate Glasfeld und ihren Mann Serge eingeladen hatte. Wir haben sie damals gewürdigt und auch auf Vorschlag von Gregor Gysi dann für das Bundesverdienstkreuz vorgeschlagen. Frank-Walter Steinmeier fand dann in seiner Zeit als Bundesaußenminister nicht die Zeit, sich damit auseinanderzusetzen, hinterließ diesen Vorschlag als Erbe dem jetzigen Außenminister Westerwelle. Und Sie wissen ja, das war ja auch den Medien zu entnehmen, dass das wiederum ohne Begründung abgelehnt worden war. Wir haben zusammen 2009 mit Beate Glasfeld
den Film Die Hetzjagd hier nebenan im Kino Babylon gezeigt. Das war damals die Weltkinopremiere dieses Filmes. Die Hauptrolle, und zwar die Person der Beate Glasfeld, wurde damals von Franka Potente verkörpert. Das als eine kleine auch Illustration dessen, dass wir ja mit Beate Glasfeld auf den verschiedenen Ebenen der Partei auch in früheren Zeiten schon Kontakte gepflegt hatten. Sehr aktuell ist natürlich dieser Vorschlag, weil wir in Deutschland mit den Verbrechen der nationalsozialistischen Untergrundzelle konfrontiert waren. Und am Beispiel Beate Glasfeld kann man zeigen, wie einzelne Personen, einzelne Menschen mit ihrem Einsatz manchmal mehr schaffen als staatliche Organe. Und auch dafür gebührt ihr unsere Hochachtung. Herzlichen Dank. Wir haben jetzt schon zahlreiche Fragen von Ihnen.